Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Wir haben mit Aufständen in Spanien zu kämpfen und dafür haben wir gleich die 7. und die 2. Legion von Frankreich nach unten oder von Germanien. Wir wollen ja authentisch bleiben. Von Germanien runter ziehen lassen Richtung Spanien, um eben ja, die Spanier wieder zu befrieden. Ja, für Germanien haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Genau, hier hat er, glaube ich, letztes Mal meinen General getötet. Was nicht sehr schön war. Gut, du gehst gerade schon Richtung Jerusalem, wie ich das sehe. Gut, und hier oben. Ich könnte mit dir ihn ausmerzen. Ich glaube, das mache ich auch. Soll ich das spielen? Ja, komm, wir spielen das. Zwei große Armeen, also er hat eine größere, er hat 2000, wir haben 1800, glaube ich. Aber wir haben Katapulte. Und mit den Katapulten werde ich auf jeden Fall versuchen, ein, zwei Türme zu zerstören, weil die sind die größte Gefahr. Natürlich hat er Pikeniere, aber der Computerspieler kann die nicht so gut einsetzen. Und wir haben Fernkämpfer, also ja. Trocken, das ist doch wunderbar. Dann können wir Brandgeschosse machen. So, der kommt überall hin. Das ist gut. Brennender Geschosshagel. Ups, Entschuldigung. Dann kommt ihr dahin. Ihr kommt dahin. Mit den Gladiatorinnen. Ich tue mal so, als würde ich nur von einer Seite angreifen. Oh, er kommt raus. Das ist natürlich höchst erfreulich. Warte, dann schieße ich mal schön. Wenn er schon so freundlich ist und rauskommt. Unser General wird angegriffen. Die schicke ich mal weg. Das ist in Ordnung.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Warte, jetzt. So, super. Die wurden erwischt. Wie sieht's da aus? Die wurden auch erwischt. Dann können wir hier zur Seite gehen. Ah, nee. So, wir müssen schauen, dass wir eben... Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Krieger bereit, wie ihr sagt. Dass wir die ganzen blöden Pekiniere da töten. Was machen die? Meine Fräse. Die Männer wanken. Okay, nicht, dass einmal ein General stirbt. Wir töten sie alle. Tja, die werden von Frauen niedergemacht. Tja. Wollt ihr mal schießen? Danke. Schieß, 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 schieß. Autsch. Oh. Das war gut. Der feindliche General ist tot. So. Muss ich halt den Platz hier einnehmen. Das ist ein bisschen nervig und ärgerlich. Ich erwarte eure Befehle. Eure Befehle? Ah, gut. Ja, knapper Sieg. Warum? Aber ja, knapper Sieg, weil er rausgekommen ist. Passt, würde ich sagen. Also wenn er drin geblieben wäre, wäre es ein bisschen knifflig geworden. Also ich hätte natürlich dann mit den Katapulten auf zwei Ziele schießen müssen. Also einmal die Türme. Und einmal die dicht gedrängten Einheiten. Aber
ja nicht ganz so super gewesen. Vor allem Pikiniere sind für Verteidiger sehr gut. So, Militärausbildung. Du bekommst... warte. Adlerkohorte, Evocati. Ja, noch 5 Runden da bleiben ist halt. Oder ich gehe halt kurz dahin. Warte. Kurz dahin und dann baue ich. Warum habe ich... Naja, okay. Keine Ahnung. Gut. Die beiden gepanzerte Legionäre. Oder, also, die Kohorten löse ich auf und hol mir gepanzerte Legionäre dafür. Einmal Adlerkohorte natürlich. Und einmal Evocati. Gut. Hier Kloake. Ist sehr wichtig. So. Dann mal durchswitchen. Ah, genau, Spanien. Wollte ich mal schauen. Ah, die können erst nächste Runde. Gut. Dann schauen wir mal, was nächste Runde ist. Also, die ist gegangen. Die schaut mal oben nach, was da ist. Nichte. Gut. Dann geht sie mal wieder Richtung Süden. Die ist gegangen. Der wird so aktiviert. Der wird so aktiviert. Der wird so aktiviert. Was hat Karthago da zu suchen? So. Genau, das ist auch nicht meine. Okay. Passt. Dann haben wir noch eine neue Forschung offen. Hier haben wir alles, bis auf den Rammschaden. Bewegungsreichweite ist natürlich super. Verstärkungsrate und Belagerungseinheiten interessiert eigentlich nicht. Aber hier das Waffenschmied. Was haben wir hier? Plus Nahrung. Wir sind gerade auf 67 plus. Hier gibt es Korruption. Wohlstand durch Kultur und Baukosten. Zirkus. Wir könnten uns mal einen Zirkus bauen. Wir haben Forschungsrate 326, ist auch nicht so verkehrt. Gut, wir gehen mal auf Zirkus. Wir machen einfach jetzt mal Konstruktionen komplett. Ja, die wir bekommen keine... ich glaube, ich kann einen Erlass erteilen. Oh Mann. Oh Mann. Und schon wieder hat er es geschafft. Diese Agenten immer. Da ist ja auch einer. Hey, der hat dich gar nicht angegriffen. Lass den in Ruhe. Ich könnte jetzt auch versuchen, mit der Kusch ein Friedensabkommen zu machen.
Wäre ja für ihn eigentlich nur positiv, weil er könnte ja glauben, dass ich sonst nach Süden marschiere. Aber tue ich natürlich nicht. Aber könnte er denken. Gold ist ein Geschenk. Nö. Wieso ruckelt's gerade so? Ja, mach mal schneller. Okay, da ist ja jetzt eine Fullstack-Armee. Wo kam die denn her? Es gibt eine Zeit, wenn Krieger ihr Schwert in die Scheide stecken. Ja, nee, hallo? Du hast mich... Nee, warte, ich... Warte. Er hat meine Klientel angegriffen und dann musste ich ihn den Krieg erklären. Er überfällt meine Legion 7. Mal schauen, wie es ausgeht. Aber ich glaube nicht, dass er eine Chance hat. Also klar, meine Moral ist jetzt weniger. Aber ich habe immer noch krassere Einheiten, würde ich sagen. Ein wunderschöner Tag. Oh, oh Mann, ich habe Steamer hat sich geöffnet. Und dann hat er automatisch Pause gemacht. Der wird ziemlich gesandwicht hier. Unser General wird angegriffen. Geh mal denen zu Hilfe. Durchzubrechen. Das ist gut. Schon mal sehr schön. Yeah. Die leben immer noch. Legendär. So, hier passt alles. Da passt alles. Da passt alles. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Hey, angreifen.
der lebt halt immer noch. Mit 14. Nicht schlecht. Krass, der macht den jetzt aber fertig. Okay, so schlechte Einheiten hat er dann doch nicht. Eine Seite. Ja, jetzt nicht mehr. Die Männer wanken. Gut. Das war gut. Okay, wer hat bei denen reingehauen? Ja, die da. 60, also beide 60. Das waren die Veteranen, ne? Hm. Ah, und der hatte auch weibliche Krieger, okay. Ja, aber der da hat richtig gut ausgehalten. So, ein paar Sklaven. Ja, krass, dass der so schnell da hinkam. Naja. Ah, was ist jetzt schon wieder? Noch einer. Legion 3. Sabotiert, so eine... Okay, natürlicher Tod, natürlicher Tod, natürlicher Tod. Was bekommt der denn? Was bekommt der denn? Ja, komm, Auto, Moral und Schwerter. Genau, die heiratet jetzt. Die ist 20. Ja, warum nicht? Scharfzüngige Ehefrau. Mhm. Brutaler Ehemann. Okay. Die sind jetzt alle tot. Uiuiuiui. Na schön. Gut. Eindringling. Eindringling. Ja, okay, zweimal Eindringling. Lelelele. Gut, Hassel erweitert sich. Schiffsbauer. Okay. Wo ist denn die Legion 3? Bitteschön. Ah, da unten. Ah, genau, jetzt will ich mal probieren, mit denen einen Vertrag zu machen. Ihr habt meine Aufmerksamkeit, aber gut. Ich bin ehrlich gesagt unruhig. Doch zum Wohle meines Volkes muss ich. Okay, aber schon mal nicht Angriffspakt. Das ist sehr wichtig. Weil jetzt hört er nämlich endlich auf mit dem Blöden. Wieso haben die nur noch 4 Adler. Na, hier baue ich schon aus. Hier habe ich noch 20. Gut. Es ist jetzt 77 vor Christus.
Okay, 72 muss ich Türkei erobert haben, aber da bin ich ja jetzt wieder auf einem guten Weg. Da könnte ich versuchen, Ephesus vor denen zu erreichen, was ich auch machen werde. Weil wenn der da reingekommen wäre, dann wäre es ein bisschen hässlich geworden. Wieder Kloake, das da und ja, machen wir mal eine Gladiatorenschule. So, du bist jetzt auch fertig, nicht? Richtig. Legion 5 marschiert Richtung Sinope. So. Du marschierst Richtung Iconium. Ja, das brauchen wir nicht spielen. Und wir haben schon wieder überzogen. Ja, ich danke für das. Da ist eine Fullstack-Armee plus eine halbe. Naja, was die machen, werden wir das nächste Mal sehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. See ya. Sie müssen bestraft werden!